Dieses ist eine Geschichte vom Großvater unseres Freundes Stan Laurel, dem Briefträger Stanley Richard Laurel. Unsere Geschichte trägt sich zu in irgendeinem kleinen Dörfchen irgendwo im alten Irland. Entschuldigung, Sir, das Ferkel ist mir weggelaufen. Es tut mir furchtbar leid, dass Sie gestürzt sind. Dieser vornehme Edelmann ist Sir Patrick O'Money, der reichste Mann weit und breit. Das Musterbeispiel eines habgierigen und niederträchtigen Hausbesitzers, wie es ihn heutzutage gar nicht mehr gibt. Das ist der alte O'Casey mit seiner Tochter Mary Ann. Guten Tag. Hören Sie mal, O'Casey, ich will jetzt endlich piepen sehen. Was denn? Sie waren krank und haben kein Geld? Dann fliegen Sie auf die Straße. Ah, welch schönes Kind. Vielleicht kann ich noch mal ein Auge zudrücken. Tja, Sir Patrick O'Money gehört zu den Männern, die an keiner Süßigkeit vorbeigehen können, ohne davon zu naschen. Lustmolch! Du Lump, wagst es, dich an meiner Tochter zu vergreifen? Stanley, er wirft uns auf die Straße. Und nun zeigt sich der edle Charakter des Briefträgers. Ohne Zögern greift er zum Postgeld und legt die Miete für O'Casey vor. Das wirst du mir büßen, du Lump. Aber Stanley Richard braucht keine Sorgen zu haben. Das geliehene Geld bekommt er gleich wieder zurück. Das hast du aber prima gemacht. Tag. Dein Vater ist aber ein alter Gauner. Am folgenden Sonntag feiert das ganze Dorf die Verlobung von Stanley Richard und Mary Ann. Da erscheint überraschend Polizeimeister O'Primal, gefolgt von Sir Patrick. Er hat Postgeld unterschlagen. Stanley, er ist hier der Reichste. Und wenn er es sagt, dann muss ich dich leider einsperren. Komm mit und mach keine fiese Matenten nun. Lass mich los, du Satan! Und während der arme Stanley Richard nun im Kittchen sitzt, versucht der niederträchtige Geldprotz mit aller Gewalt, die liebliche Mary Ann brutal an sich zu bringen. So. Jetzt gehörst du mir. Ganz allein mir. Stanley Richard kann sich schon denken, was jetzt passiert. Darum greift er zu einer List, um freizukommen und Mary Ann zu helfen. Wo ist denn bloß das? Wo habe ich denn das Gebnis? Wo ist es denn jetzt? So. Es. Hilfe! 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 Du Schuft! Jetzt weiß Sir Patrick O'Money, was die Glocke geschlagen hat. Schnell weg. Habe die Ehre. Raus! Mein Liebling, habe keine Angst. Ich werde dich immer besch... Ah. Oh, Stanley! Verdammter Mist! Psst, ich bin tot. Sie haben ihn umgebracht. Er ist tot? Was geht? Da steht der Mörder. Im Namen des Gesetzes, Sie sind verhaftet. Und schon am nächsten Morgen wird Sir Patrick vor Gericht gestellt. Hier wird nicht geschlafen. An den Pranger mit ihm. Nach dieser anstrengenden Urteilsfindung unterläuft dem Hohen Gericht, ganz aus Versehen, eine kleine Brandstiftung. Es brennt. Oh, Buck, es brennt wirklich. Ein Geist? Hilfe, ein Geist! Der gute Stanley Richard hat total vergessen, weiter den toten Mann zu spielen. Aus meinen Augen, du Scheusal. Verschwinde.
Dieses aufregende Erlebnis seiner Großeltern aus der Zeit ihrer Verlobung hat unser Stan Laurel seinem eigenen Sohn und dem Sprössling seines Freundes Oliver Hardy immer wieder gern erzählt. Ihr wollt endlich ruhig sein, ihr verflixten Lausjungs. Ich kann mich doch sonst unmöglich konzentrieren. Oliver nimmt mir immer meine Spielwürfel weg. Wirst du jetzt Stanley in Ruhe lassen und spielst schön leise? Ja, das ist wahr. Wenn ihr schon laut seid, seid es wenigstens leise. Wie können Sie dann laut und zugleich leise sein? Wenn ihr nicht artig seid, dann müsst ihr gleich zu Bett gehen. Ja, dann müssen wir gleich zu Bett. Wir doch nicht. Die Kinder. Also spielt gefälligst leise. Oh, lass uns Verstecken spielen. Ja, du musst suchen. Nein, du fängst an. Nein, du fängst an. Nein, du fängst an. Nein, ich will nicht anfangen. Lieber soll ich anfangen.
Jetzt ist Schluss. Marsch ins Bett. Ja, jetzt geht ihr ins Bett. Also los. Jetzt haben wir die Bescherung. Das ist deine Schuld. Wenn du dich vorher nicht so angestellt hättest, brauchten wir jetzt nicht ins Bett. Ja, Buben müssen nur mal so wild sein. Ja, Blut ist dicker als Wasser. Blut ist dicker als Wasser. Komm jetzt. Wirf nicht die Spielsachen in der Gegend rum. Wenn ihr Bengels jetzt nicht gleich ins Bett geht, dann breche ich euch alle Knochen. Sei doch nicht so streng mit den Kleinen. Du musst freundlich mit ihnen sein. Dann sind sie auch folgsam. Das Sprichwort hat schon recht. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis der Apfel vom Baum fällt. Das leuchtet mir ein. Hört mal zu. Wer sich von euch am schnellsten auszieht und im Bett liegt, kriegt einen Dollar. Dann das gleich, siehst du? Siehst du, was ein bisschen Güte ausmacht? Du hast wirklich recht. In der Erziehung ist die Güte ja so wichtig. Willst du auch was Süßes haben?
Das ist mein Ball. Ich bin dran. Nein, ich bin dran. Du hast vorhin den anderen Ball gespielt. Na, wer macht denn hier solchen Krach? Er hat mich geschlagen. Nein, Olli lügt. Er hat geboxt. Ich kann das nicht verstehen. Wenn eure Mütter euch zu Bett bringen, schlaft ihr immer gleich ein. Mami kommt doch immer und singt uns in den Schlaf.
Siehst du? Wenn ich singe, seid ihr dann auch so brav und schlaft? Also ihr legt euch brav hin und ich singe für euch. Schlafchen ein, mein Baby, mein Baby, mein Baby, mein Baby. Dupi 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 di, dupi di 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 da di oh. Mein Baby, mein Baby. Dupi 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 di. Schlafchen ein, mein Baby, mein Baby, mein Baby, mein Baby. Schlafchen ein, mein Baby, mein Baby, mein Baby. Legt euch schön hin. Schlafchen ein, mein Baby, mein Baby, mein Baby. Schlaf schön ein, mein Baby, mein... Werdet ihr jetzt endlich einschlafen? Kannst du mir bitte ein Glas Wasser bringen? Mir auch. Ich werde euch den Gefallen tun, aber dann müsst ihr auch sofort einschlafen. Du bleibst hier, Stin. Das mache ich lieber selbst.